Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag, wo die parlamentarische Pfingstpause zu Ende gegangen ist, sodass auch Frag Fabian, das Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, wieder zurückkehrt mit einer neuen Folge zur Frage vom Uli, der mir aus Ingolstadt geschrieben hat, unter dem Eindruck des lange ersehnten und jetzt endlich stattgefundenen Besuchs des Bundeskanzlers in der Ukraine, bei dem es ja unter anderem auch um die Frage eines möglichen EU-Beitritts der Ukraine gegangen ist. Und jetzt schreibt mir der Uli, da gibt es ja durchaus für und wider und möchte von mir wissen, wie steht Ihr Freien Wähler denn dazu? Ja, lieber Uli, vielen Dank für die Frage, die ich einigermaßen differenziert beantworten möchte. Deshalb, weil wir Freien Wähler fest davon überzeugt sind, dass man zwei Dinge voneinander unterscheiden muss. Den EU-Beitritt auf der einen Seite und den Status eines EU-Beitrittskandidaten auf der anderen Seite. Wir Freien Wähler sind im Hinblick darauf, dass es jetzt zwingend notwendig ist, der Ukraine eine westliche Perspektive aufzuzeigen, Hoffnung zu geben, ja, einen Weg in die Zukunft zu bauen, dass es richtig ist, jetzt einen Beitrittsstatus, den Weg zum Beitrittsstatus für die Ukraine zu eröffnen, sodass klar ist, dass die EU ein offenes Gebilde, ein offenes Konstrukt ist, eine Wertegemeinschaft ist, die offen ist für neue Partner, die unsere Werte teilen und die sich unserer westlichen Wertegemeinschaft anschließen möchten. Das heißt, wenn die Ukraine das Gefühl hat, auch im Sinne eines Selbstbestimmungsrechts der Völker, dass sie dazwischen die Fronten geraten ist, zwischen die Fronten der Europäischen Union, ja des globalen Westens auf der einen Seite und Russlands auf der anderen Seite und sich zuordnen möchte dem globalen Westen, unserer Idee von liberaler Demokratie, von Wohlstand, Frieden, Freiheit und Sicherheit, dann ist es zwingend notwendig und absolut richtig auch, einen Weg aufzuzeigen, wie die Ukraine Teil unserer Wertegemeinschaft werden kann. Und dafür gibt es den Status eines EU-Beitrittskandidaten, in dem sich ja auch eine ganze Reihe von anderen Nationalstaaten beispielsweise auf dem Westbalkan derzeit befinden. Wir Freien Wähler halten es für sehr richtig, diese Chance auch für die Ukraine zu eröffnen und darüber Zukunftsperspektive für die von der russischen Aggression gebeutelten Menschen in der Ukraine aufzuzeigen. Auf einem anderen Blatt steht nach fester Überzeugung von uns Freien Wählern der direkte Beitritt zur Europäischen Union, für den es ja bekanntermaßen nicht zu Unrecht eine ganze Reihe verschiedentlichster Kriterien im Bereich des Rechtsstaates, der Demokratie, aber auch im Hinblick auf die Wirtschaftskraft beispielsweise gibt. Kriterien, die sozusagen der schützende Kokon der Europäischen Union sind, Mindestkriterien, die alle Mitgliedstaaten zu erfüllen haben, damit die Europäische Union das mit politischem Leben erfüllen kann, was ihr gemeinschaftlich geteiltes Ziel ist im Bereich der Demokratie, im Bereich des Rechtsstaates, aber auch im wirtschaftlichen Bereich im Hinblick auf Wohlstand, auf soziale Sicherheit. Und ich meine, wir Freien Wähler meinen, Europa ist wohl beraten, diese Kriterien auch nicht aufzuweichen, sondern dafür zu sorgen, dass alle Mitgliedstaaten, also Staaten, die dann tatsächlich Teil der Europäischen Union werden, auch diese Mindestkriterien, diesen kleinsten gemeinsamen Nenner der Europäischen Union erfüllen, bevor sie dann Mitglied der Europäischen Union werden. Und wir halten es für wichtig, dass das auch für die Ukraine gilt, auch jetzt, wenn uns die Bilder vom Bombenhagel in der Heimat der Menschen aus der Ukraine erreichen. Denn es gibt ja auch eine ganze Reihe von anderen Staaten. Ich denke beispielsweise an die Kolleginnen und Kollegen aus Nordmazedonien, aus Albanien, die wir zuletzt in Garmisch-Partenkirchen auf unserer Klausur zu Gast hatten, die sich auch redlich mühen und bemühen seit vielen Jahren als EU-Beitrittskandidaten, all diese Kriterien zu erfüllen über Reformen in diesen Nationalstaaten, um dann tatsächlich diesen Weg zu Ende gehen zu können und Teil der Europäischen Union zu werden. Da jetzt gewissermaßen einen Fast-Track für die Ukraine an diesen anderen Nationalstaaten vorbei zu eröffnen, aufgrund des außenpolitischen Amoklaufs von Putin, des Kremls, das würden wir Freien Wähler für falsch halten. Und deshalb, lieber Uli, diese Differenzierung, ja, Perspektive aufzeigen im Hinblick auf den Status eines Beitrittskandidaten, aber dann in diesem Status auch die gleichen Kriterien anlegen, die für alle anderen Nationalstaaten gelten.
der Ukraine dabei helfen, diese Kriterien zu erfüllen. Und sobald sie erfüllt sind, dann die Ukraine auch zum Mitgliedstaat der Europäischen Union machen. Das ist, was wir Freien Wähler für den richtigen Weg halten. Und lieber Uli, ich erlaube mir, noch einen Gedanken darüber hinaus on top gewissermaßen zu geben. Wir Freien Wähler meinen, dass es mittelfristig durchaus eine Überlegung wert wäre im Zuge der dringend notwendigen Reformen der Europäischen Union, nicht nur im Hinblick auf das Einstimmigkeitsprinzip beispielsweise, weil es eben schwierig ist, wenn jeder Staat in der EU ein Vetorecht hat, dann Dinge entsprechend auf den Weg zu bringen, dass es im Zuge dieser Reformen auch sinnvoll wäre, mal darüber nachzudenken, ob nicht jenseits dieses harten Mitgliedstatuses mit all den Kriterien, die dazugehören, noch so eine Art zweiter europäischer Status möglich wäre im Sinne von Partnerschaften, im Sinne von assoziierten Mitgliedern der Europäischen Union, sodass es sozusagen mittel- und langfristig die Möglichkeit gäbe, all denjenigen Nationalstaaten eine Perspektive europäischer Art aufzuzeigen, die unsere Werte teilen, die unsere westliche Wertegemeinschaft unterstützen wollen, die sich uns auch politisch offiziell zuordnen möchten, ohne vielleicht schon die Kriterien zu erfüllen, sodass es ein bisschen einfacher wird, die Hürden etwas niedriger werden, dafür das Signal im Konzert der Staaten dieser Erde auszusenden, wir gehören zur westlichen Wertegemeinschaft, wir gehören zu Europa, ohne vielleicht schon das letzte harte wirtschaftliche Kriterium dafür entsprechend erfüllen zu können. Also vielleicht macht es Sinn, so ist eine Überlegung von uns Freien Wählern, da sozusagen ein Zwei-Geschwindigkeiten-Modell der europäischen Mitgliedschaft aufzusetzen, sodass es die Staaten gibt, die schon alle Kriterien erfüllen, die dann auch Mitglied der Europäischen Union, wie wir es heute kennen, im eigentlichen Sinne sind und darüber hinaus aber auch die Möglichkeit zu eröffnen, dass es sozusagen assoziierte Partner gibt, die auch Europa und den Gedanken Europas nach innen und nach außen tragen, ohne schon das letzte Kriterium erfüllen zu können. Das könnte nach fester Überzeugung von uns Freien Wählern eine Überlegung sein, von der wir wohl beraten wären, sie mal anzustellen im Hinblick auf Reformen in der Europäischen Union. Das würde es uns leichter machen am Westbalkan, das würde es uns leichter machen in der Ukraine, dort wo wir ja gewissermaßen auch in Konkurrenz stehen angesichts der geopolitischen Entwicklungen auf diesem Erdball, in Konkurrenz stehen mit anderen Regionen der Welt, die sich beispielsweise sehr bemühen. Wir haben es erlebt bei wirtschaftlichen Investitionen, wir haben es erlebt beim Impfstoff, wie Russland, wie China sich beispielsweise am Balkan engagiert haben, natürlich nicht ohne da geopolitische Ziele zu verfolgen. Da also sozusagen die europäische Perspektive klarzulegen, das wäre aus unserer Sicht außerordentlich sinnvoll. Für den Moment, im Hinblick auf den Instrumentenkasten, der uns derzeit zur Verfügung steht, halten wir Freien Wähler, Uli, um auf deine Frage zurückzukommen, ist für richtig, der Ukraine die Perspektive Beitrittskandidat aufzuzeigen, ihr dann dabei zu helfen, alle Kriterien, die auch für die Ukraine gelten müssen, in den nächsten Jahren zu erfüllen, um dann offizielles Mitglied der Europäischen Union zu werden, einen Fast-Track-Beitritt an anderen Beitrittskandidaten vorbei, die sich seit langer Zeit sehr bemühen, jetzt unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine, das würden wir Freien Wähler für falsch halten. So viel, lieber Uli, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht's wie immer, postet sie entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail, dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn ich mich wieder aus dem Bayerischen Landtag melde und es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.